So, mein Überwachungsohr ist wieder offen. Ich habe halt noch den Hundewelpen und da muss ich etwas aufmerksam sein. Deshalb ein Überwachungsohr ist offen. Und wir spielen trotzdem Horizon Zero Dawn hier auf dem PC. Junge, ohne Vater. Ja, Alter. Du blöder Sau. Wow, die sind sich selbst reingerannt. So ein Scheiß. Ich bin beim Lagerfeuer ausgestiegen und auf einmal werde ich angegriffen. Naja. In der letzten Episode haben wir erfahren, wie die Welt zugrunde gegangen ist. Noch nicht genau, wie sie zugrunde gegangen ist, aber dass die Maschinen von Pharaoh Automated Solutions das Ganze verursacht haben. Also hier, schau dir das an. Das jetzt endlich. Wahnsinn, Stürmerlinse. Verderbnisspuren, super. So läuft es jetzt gut. Ja, und was wir auf jeden Fall machen müssen, ist jetzt mal endlich wieder ein wenig Gesundheitskraut einsammeln. Genau, Grabhort wäre die nächste Hauptmission, aber ich habe eine bessere Idee. Meine Idee ist es nämlich, Moment, die nächste Brutstätte aufzusuchen. Und die würde sich hier befinden. Also zumindest für diese Episode hier. Und wir brauchen sehr viel Gesundheitskräuterzeug. Denn das ist uns jetzt schon in den letzten paar Folgen gewaltig abgegangen, sozusagen. Und wir sollten auch mal wieder ein paar Füchse und ein paar Wildschweine jagen. Und wir brauchen Fuchs heute. Und was ist denn das jetzt schon wieder? Panzerwanderer. Okay, ist da hinten? Aha. Ist das alles? Okay. Das ist vorne die Schwäche. Vorne Schildbrecher. Und hier hinten, okay, Scharfschützen. Pfeil. Der hier. Wow, damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet. Hier brauchen wir jetzt was. Das hier, gell? Tut mir leid, dass ich dir den Spaß verderben muss. Das sind viele. Wie war denn das? Diese Schere da? Das ist nicht ohne. Gut, dass ich ein paar Tränke mit hatte. Aber ich muss es ja unbedingt ausprobieren. Und das ohne Stealth. Naja. Gut. So. Haben wir wenigstens ein bisschen was zum Sammeln.
Und wir dürfen jetzt, wie viele Fertigkeitspunkte haben? 2. 3 brauchen wir, um das Schnellladen im Fokusmodus. Hallo! Also in den Konzentrationsmodus einzuschalten. Panzerwandererherz, das sind alles Dinge, die wir später dann brauchen fürs Eintauschen gegen mega gute Rüstungen und Zeug. Langsam aber sicher. Angeblich soll der Rassler eine gute Waffe sein. Ich habe gestern mal nur ein bisschen über Waffen gelesen. Tatsächlich mal nicht ganz blind jetzt mehr. Das Geflecht, okay. Und das, da heißt es, dass der Rassler relativ coole Waffe sein soll. Bisschen mehr Maschinenareal entdeckt, Panzerwanderer. Ja, das ist jetzt schon vorbei wieder. Wieder ein Maschinenkill. Da geht's dahin. Teufel. Leute, auf dem Weg zu der Brutstätte ist es schon ziemlich schlimm. Aber wirklich schlimm, schlimm. Okay, ich muss hier irgendwie anders raus. Das war's. Die sind gar nicht so stark, wie man sich das vorstellt. Panzerwanderer. Aber zusammen mit den Flugviechern ist es nicht ohne. Ein Signal? Brutstätte-Signal. Ja, genau. Sind wir hier vorne schon wieder? Bitte sag nichts Heftiges. Plünderer, natürlich. Was auch sonst.
So, ich muss irgendwie an Heilkräuter kommen und irgendwie sind die so rar gesät zurzeit, das ist Wahnsinn. Und wir spielen nicht mal auf einem schwierigen Level, wir spielen auf normal, Leute. Schweinhaut, das könnte was bringen in Richtung Herstellung von Tragekapazität. Tut es auch. Für die Stolperfallen-Munitionsbeutel. Und hier? Waschbärknochen. Fuchshaut, okay. Hier? Fischgräte, Truthahnhaut. Wildschweinhaut, Rattenknochen. Also bitte. Cool, da haben wir jetzt alles. Ist natürlich nice. So, was haben wir hier? Gut. Ich würde behaupten, das passt. Scharfschützenbogen ist jetzt schon mein bester Freund mittlerweile. Brutstätte Zeta. Natürlich machen wir die. Stufe 20 haben wir erreicht. Also würde das passen. Und eine hiervon. Eine hiervon, eine davon, eine von und passt. Hey, was haben wir denn hier? Schildstrecke ist seine Strecke. Gott. Weit zurückgefallen, weit. Ich glaube, bis zum Lagerfeuer wieder, oder? Oh mein Gott. Ach, Scheiße. Ich habe nicht mit diesen unsichtbaren Teufeln gerechnet. Oh nein. Doch. Warte. Wo sind wir jetzt? Moment. Da vorne ist ein Lagerfeuer. Das ich noch nicht geöffnet habe. Moment. Das ist nicht ganz versaut aktuell. Verwüster, schwäche Feuer. Verwüste Kanone hat eine andere Schwäche, okay. Ich sag's euch. Wo ist jetzt die Zetinger? Zeta, Zeta, Zeta. Oh, sie war eh da unten. Also hatten wir Glück. Kann das sein, dass wir Glück hatten? Wir hatten Glück. Der hat es uns gespeichert. Das ist gut, wenn der das speichert. Können es noch mal versuchen. Der ist sauer. Okay.
Seh doch, wo er ist. Waren alle. Oh Gott, da ist er. Sehen. Zwei. So eine Scheiße. Pff. Rein hinkommen zur Brutstätte ist ja schon fast unmöglich. Kann man die irgendwie zähmen oder so? Alter, das ist ja nicht normal. Ich wollte doch nur in diese blöde Brutstätte rein. Das waren ja vorher viel weniger. Feuerfallen? Ja, wir haben Feuerfallen. Das nehme ich für unterwegs mit. Okay, machen wir es. Ich sehe ja, dass sie hier sind. Oder sehe ich's? Was wäre, wenn? Und fertig. Okay. So waren das vorher so wenig und jetzt auf einmal sind es drei. Oh, er hat's geschafft. Wisst ihr was? Werfen wir noch zwei nach. So eine Scheiße. Jetzt bin ich echt überfordert leicht, ehrlich gesagt. Die sind noch nicht so leicht zu besiegen, kommt mir vor. Wir müssten da was anderes machen. Wir müssten das irgendwie anders machen. Okay, da haben wir jetzt schon mal ein bisschen Gesundheit, das ist schon mal nicht schlecht.
Okay, leck mich doch am Arsch, muss er sich genau dann ändern. Mit seiner Blickrichtung. Na komm. Haben. Kann man die einfach zerschießen hier? Die gehen zwar hin jetzt. Jetzt einer in der Nähe. Wir müssen das halt ein bisschen aus der Ferne spielen, das Ganze. Ach, ich Trottel, hab schon wieder daneben gezielt. Wenn man es gar nicht sieht, ist es halt schwierig. Die wollen zu mir rauf, ja, ich weiß. Da liegst du gut. Geh erstmal weg. Na, was ist jetzt? Das gibt's ja nicht. Auch mal weg. Oh. Da ist aber noch einer. Bauteil entfernt, sehr gut. Kommt da nicht drauf. Das ist doof. Der war doch hier. Thank you.
Das ist sicher eine Fläche, oder nicht? Na komm. Verwüster, die sind ja schlimmstens, wirklich schlimmstens. Das ist ja nicht normal. Puh. Da speichere ich zur Sicherheit jetzt mal. Teuflisch, teuflisch, Leute. Oder Pirsche? Die heißen Pirsche? Ich dachte, die heißen Verwüster. Ja, normal ist das nicht. Was sage ich euch, normal ist das nicht. Wo ist mein Hund? Moment, ich muss mal checken, wo mein Hund ist. Okay, er schläft. Das passt. Das passt. Das wäre wow. Geschafft. Ja, das war aber eine lange Reise. Das war eine unendlich lange Reise gefühlt. Und jetzt, wo es Tag wird, kommen wir dann Richtung Zeta. Na toll. Das ist wieder so typisch. Du wirst mir sicher noch nützlich sein. Da ist wenigstens was Seltenes. Pirscherherz. Sowas können wir brauchen dann für spätere Rüstungen. Also Pirscher heißen die Teufel. Jetzt wird es dann wohl passen, oder? Ein Annäherungssensor, gut. Kann ich mit leben. Das ist ja nicht offen, das heißt, wir gehen da von der Seite wieder rein. Ja. Wir gehen von der Seite wieder rein. Mehr kann ich nicht tragen. Was fehlt da noch? Oh, Spulen. Die werden wir noch schnell. Da werden wir wohl noch schnell ein paar Modifikationen entfernen. Normale Schadensspulen. Speerschaden. Abriss. Schauen wir mal, was da normal ist. Da, Verderbnisspulen, die können wir mal guten Gewissens zerlegen. Schau mal, Abriss, Abriss. Nochmal Abriss. Feuer, Feuer. Schaden, 41 Schaden. Ja, das ist ja nicht normal vor lauter viel Schaden hier. Da könnte man versuchen, nochmal Waffen zu modifizieren. Zum Beispiel unseren Scharfschützenbogen. Was hat denn der? Handhabung? Schaden 28% durch 41% ersetzen, natürlich. Und den Abriss? Haben wir einen höheren Abriss? Nein, nur niedriger. Seilwerfer. Maschinen am Boden festzubinden, okay. Wie ist es denn mit unserem anderen, mit dem Kaja Machtbogen? 36% Feuer gegen 40% Feuer. Tauschen. Gut. Und hier Abriss oder Schaden. Oder nochmal mehr Feuer. Immer Schaden, das passt. Ach, mein Hund schläft wieder bei mir, das passt. Freue ich mich. Da freue ich mich jetzt gerade sowieso. Schau mal, Tragekapazität wird nichts werden. Ja, da haben wir nichts Besonderes. Und ansonsten schaut's eh ganz gut aus. Wir haben hier einen Haufen Schatzkisten. Ja, ist okay. Ist cool. Steine sind heiß voll, aber eine ganze Kiste mit Steinen kann ich tragen. Immer wieder komisch. Lohen. Lohen sind immer super. Sag mal, haben wir die Ausbeuterkiste bekommen von den ganzen Panzerdingern? Ich denke ja. Naja, nichtsdestotrotz, das war jetzt eine sehr kampflastige Episode. Und deshalb kommt jetzt mal ein Cut.